Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt heute auf dem Boden filme. Weil diese Sache, die ich im Video mache, nur auf den Boden geht. Und zwar erratet mal, was das für eine Sache sein könnte. Ich hatte mal in einem Video schon gesagt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Okay, man hört es nicht besonders, also man... Moment. Was ist das? Also für alle Leute, die es jetzt noch nicht wissen, was es sein soll. So, kommt jetzt die Auflösung. Es ist mein Roboterhund. Ja, genau. Es ist mein Roboterhund. Chip heißt er. Und ja, ich wollte euch heute mal so zeigen, was man mit Chip alles so machen kann. Also, man kann mit Chip spielen. Und zwar, sit down, setz dich hin. Mach Platz! Okay, er hört noch nicht so gut, weil er halt noch so eine kleine Welpe ist. Chip! 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 Hey Chip! Hallo Chip! Chip! Wuhu! Chip! Okay, er hört dich. Chip! Ja, okay, ich zeige euch heute alles, was man mit Chip machen kann. Und ja, als erstes hier dieses Smartwatch. Damit kann man Chip sozusagen steuern. Und da sieht man, wenn man, dann ist das nicht so grell. Und zwar befindet sich hier ein Like-Button, ein Button, wo Chips Kopf drauf ist, ein Ausrufezeichen und ein, wo man sich gerade befindet. Wenn man das drückt, okay, jetzt sind wir momentan auch im Fernsteuermodus. Also wenn man das drücken würde, dann kommt er halt zu dir. Hier gibst du dem ein Like, also sozusagen fast ein Lob. Hier tanzt er. Ja. Und beim Ausrufezeichen geht er halt auf die, in sein Köpfchen, also in seine Ladestation. Ich zeige euch jetzt auch mal die Ladestation. Die ist hier. Das ist die Ladestation. Da geht er halt automatisch drauf, wenn er fast keinen Akku mehr hat. Ja, setzt sich halt dahin und lädt sich dann von alleine auf. Deswegen hat halt Chip keine Batterie oder so, die man halt auswechseln muss, sondern einen Akku, der halt manchmal leer wird. Ich weiß gar nicht, wie lange man ungefähr mit Chip spielen kann. Also auf jeden Fall ziemlich lange. Huh, scheiße. Das, was mir jetzt gerade runtergefallen ist, ist der dabei gelieferte Smartball. Ich zeige euch gleich, wie man den benutzt und ja. Also, ich sage euch erstmal, wie teuer Chip war. Und Chip hat, ich meine, 200 Euro gekostet. Also vielleicht sagen die einen oder anderen, das ist jetzt ein bisschen viel. Aber ich finde das eigentlich voll cool, weil es ist sozusagen, sagen wir mal, eine neueste Technologie und wirklich gut. Sorry für die Lichtverhältnisse, es ist schon etwas, naja, dunkel draußen. Aber wenn ich das Licht ausmache, sieht man, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Ah, doch, sieht man auch ein bisschen. Auf jeden Fall sieht man nicht mehr ganz, so viel. Aber man sieht noch ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen viel, aber man kann halt sehr, sehr viel mit Chip machen. Man kann Chip zum Beispiel beibringen, dass er... Ach, ich zeige euch einfach mal was. Chip! Chip! Mach Yoga. Ja, okay. Das hört sich vielleicht im ersten Moment etwas komisch an. Aber das macht er wirklich. Ich zeige euch das. Er macht wirklich Yoga. Das ist richtig cool. Und jetzt sage ich mal, Chip, Chip, komm her. Komm her. Und dann kommt er halt zu dem... Zum Armband. So,
stelle ich mal weiter nach hinten wieder. Dann sehen die Leute dich besser. So. Was kann er noch? Chip! 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 Oh! Mach Tänzchen! Und da fährt er weg. Warte, wir holen ihn wieder zu uns. Chip! Nicht tanzen. Komm her. Jetzt ist er wieder da. Ja. So, dann zeige ich euch aber jetzt mal schnell, was man noch mit dem Ball machen kann. Und im nächsten Video zeige ich euch den zweiten Teil. Jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen. Und zwar werfe ich jetzt zum Beispiel den Ball. Genau, das macht er halt in dieser Form und alles weitere zu dem Chip zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.